Herzlich willkommen bei der Silver Assi. Hinter dem großen Auto hier gehe ich wirklich fast schon unter. Ich hatte mal gefragt, wie das aussieht, so X-Max-Übersetzung ändern. Soll ich es euch mal zeigen, soll ich es nicht? Und viele haben gesagt, ja, mach das mal. Fände ich ganz cool, weil beim X-Max ist das nicht so einfach wie bei anderen Autos, die einen Sliding Motor Mount haben. Da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Ihr braucht 1,5, 2,5 und 2,0 Inbusschlüssel, die habe ich auch schon bereit liegen. Karo muss ab, logisch. Oh, ich habe hier so viel Platz, ne? Das ist voll toll. Ich kann sogar neben mir jetzt ein Auto hinstellen. Ohne Probleme und euch das zeigen. Ist das nicht geil? So. Für alles Weitere hole ich euch mal näher ran, weil sonst kann ich euch das nicht zeigen. So, das ist gar nicht so einfach, diese Perspektive jetzt hinzubekommen. Ich hoffe, das geht so. Ihr löst zuerst diese beiden Schrauben, weil dann kommt ihr da einfach ein bisschen. Obwohl, das brauchen wir gar nicht. Das lassen wir weg. Ihr löst diese Schraube. Wo die genau sitzen, zeige ich euch gleich, wenn ich die Teile ausgebaut habe. Weil so ist das ein bisschen schwierig. So, Schraube zur Seite. Dann sitzt hier auch noch eine. Das ist die Hauptzahnrad- und Ritzelabdeckung. So, das ist alles Kunststoff, das sitzt auch alles ein bisschen stramm. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht, weil man kommt da gut ran. Also ihr habt da eine Schraube und dann hier eine Schraube. Dann seht ihr auch schon Hauptzahnrad und Ritzel. Ja, ihr könnt das so grob erahnen. Ich zeige euch gleich mal, was bei mir kaputt gegangen ist. Und das, was da drin ist, ist nicht original. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, dann sind da noch vier Schrauben in so einem Plastikteil. Die müsst ihr definitiv rausnehmen. Ich hole euch da gleich runter, wenn ich die gelöst habe. Dann kann ich euch das besser zeigen. German Assi Playground hatte mal schon mal so ein ähnliches Video gemacht, hat das aber nicht so gemacht, wie ich es machen würde. Er hat dann noch auf ein anderes Video verwiesen und deswegen habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich mache das jetzt einmal im Ganzen. So, musst du das Teil da rausfrickeln. Das sieht dann so aus. Alle vier Schrauben raus und dann wird es ganz, ganz simpel. Dann nehmt ihr das Hauptzahnrad raus. Ich hoffe, ich kriege es jetzt raus. Ja, ich habe es schon fast. Und normalerweise ist das aus Metall. Ich hatte jetzt hier mal Kunststoff eingebaut, um zu gucken, wie es hält. Ihr seht, wie es hält. es hat nicht sehr lange gehalten. Und ja, dann nehmt ihr die Sachen hier mal runter. Den Pin da raus, weil sonst verliert ihr den. Und dann habt ihr das Teil in der Hand, nehmt einen 2 mm Inbusschlüssel und dreht diese Schrauben einfach mal raus. Das ist der sogenannte Kutschstreif, das ist was ähnliches wie eine Slipperkupplung. Funktioniert anders, aber funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt einige X-Max-Videos schon online, die auch sehr beliebt sind bei euch. Finde ich gut, freut mich, Dankeschön. Und ja, es war halt irgendwann auf einmal war Ende im Gelände und dann hatte ich kein 46er Hauptzahnrad mehr, sondern ein 1/10 Hauptzahnrad und der Rest war pulverisiert. Ah, doof. Und dann hatte ich mir halt vom Kumpel mal einen Traxxas geliehen. An dieser Stelle danke an Barisch. So, dann könnt ihr das so ganz einfach darunter ziehen, das wegschmeißen und dann bestellt ihr euch, je nachdem, ob ihr ein Traxxas Teil haben wollt oder ob ihr ein Metallteil haben wollt. Ich habe jetzt von GPM was genommen. Das sieht so aus. Und das ist ein, das lasse mich lügen, 46 Zahn Hauptzahnrad.
vom XO1. Das passt Plug and Play, weil das Zahnrad, was ich hier habe, ist auch vom Traxxas, das kaputte. Und zwar vom Erevo. Ist alles das gleiche. Ja, und da sieht man dann auch, da 46T. T steht für Zähne, also Tooth. Und dann baut ihr das ein. Wieder die drei Schrauben festziehen. Ist jetzt also wirklich kein Hexenwerk, ne? Das Komplizierteste ist aber dann nachher tatsächlich den Motormount anzupassen. Das finde ich persönlich ist nicht ganz so schön gelöst. Das könnte man besser machen. Bisschen darauf achten, dass ich im Bild schraube hier. Na. So, dann setzt ihr den Stift wieder ein. Das Zahnrad da drauf, dass der Stift einrastet, weil sonst habt ihr keinen Vortrieb. Lagersitz kontrollieren. Und dann setzt ihr das ganze Spiel wieder vorsichtig da rein, wo es hingehört. Ich kann meine Hände leider nicht unsichtbar machen, aber ich probiere euch gleich das nochmal zu zeigen, wie das da drin sitzt. So, das Lager ein bisschen verschieben. Ist alles sehr eng, aber ich habe ja, meine Mutter hat mal gesagt, Gynäkologenfinger. So, dann passt das und jetzt probiere ich euch das mal näher zu zeigen. So, da kann man das gut sehen. Finde ich zumindest. Jetzt nehmen wir noch das Ritzel da raus und dann zeige ich euch, wie man den Motormount verschiebt. Ritzel raus, ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen, das hat jeder von euch schon mal gemacht. So, Ritzel ist runter. Hätte ich gar nicht gemusst, weil ich habe mich jetzt vertan. Ich dachte, es wäre ein 19er Ritzel drin. War es aber nicht, es war ein 18er. Das ist jetzt blöd gelaufen. Das heißt, wir bauen jetzt das Ritzel, was ich eben gerade ausgebaut habe, bauen wir jetzt wieder ein. Da ist eine Madenschraube drauf. Und ja, die drehen wir jetzt da einfach wieder ein. Ist eine neue in dem Fall. So. Und beim X-Max, ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen, ist das so mit dem Loctite, gerade am Ritzel, viel hilft viel. So, theoretisch könnten wir das jetzt so schon wieder einbauen, machen wir aber nicht. Wir bauen jetzt erstmal nur die Hauptzahnradabdeckung wieder rein, damit das fix ist, weil erst dann kannst du richtig das Spiel einstellen. Weil sonst kann das nach oben hinweg und dann habt ihr da mehr Spiel, als ihr eigentlich haben wollt. Das macht so also keinen Sinn. Ist nicht ganz unkompliziert, das Teil einzusetzen. Ich habe jetzt auch die Schrauben einfach mal mit reingesetzt. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber gut, okay. Improvisation ist alles, ne? Kennt ihr ja auf diesem Kanal schon. So, zack, Zimmertür ist zu. Hund kommt uns heute nicht mehr besuchen. So, und auf einmal passt das auch alles viel, viel besser. Das Hauptzahnrad steht auf einmal nicht mehr so komisch schief. Schon viel besser. Die letzte der vier Schrauben. Jetzt haben wir das Hauptzahnrad ja getauscht. Und normalerweise passt das so nicht.
Doch, klar, passt das. Ich habe ein kleineres Hauptzahn dort eingebaut, in dem Fall 46, 54 ist original. Und das würde also schon funktionieren. Aber ich möchte es euch ja zeigen, wie es geht. Und deshalb lösen wir die Schraube nochmal, weil die auch ein Stückchen weiter nach vorne muss. Ich denke, dass meine Zange hingelegt. Da. Und zack. Ritze fest. Und das würde so schon gehen. Klappern kann man hören. Perfekt. Aber ihr möchtet ja wissen, wie es geht. So. Dafür drehen wir das Auto jetzt einfach mal um. Oh, das ist beim X-Max schon ein Kraftakt, das sage ich euch. So, und dann seht ihr 1, 2, 3, 4 Schrauben. Diese löst ihr komplett. Die sitzen richtig gut fest, die sind in Plastik geschraubt. Bei der letzten passt ihr bitte auf, weil ansonsten fällt euch der Motor runter. Das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig. Das müsst ihr aber auch nach meiner Methode nur einmal machen. Dann passt das. Aber ich möchte euch ja das System zeigen, wie die das gemacht haben. Ansonsten bräuchte ich das jetzt auch nicht losschrauben. Und ja, man kann für sowas auch ein XO nehmen oder ein gleichwertiges Gerät. Ja, wollte ich eigentlich auch. Meine hat nur einen Akku leer. Tja. So, letzte Schraube. Hand unten drunter, weil sonst fällt euch der Motor runter und das ist uncool. Ich merke jetzt auch schon, wie der sich löst. Das war's, habt ihr gehört? Jetzt hat er sich gelöst. So. Jetzt nehmen wir die Schraube dann nochmal runter. Zack, 4 Schrauben. Jetzt drehe ich euch das Auto wieder um. Weil erst dann könnt ihr das sehen. So. Müsst ihr aufpassen, dass ihr die Kabel und so nicht abreißt. Ich nehme euch mal einen aus der Halterung. Und dann seht ihr das. Und wenn ihr wirklich diese ganz kurze Übersetzung, ganz lange Übersetzung fahren wollt von 1854, müsst ihr die Dinger in I setzen. Ach, 1854. Ich bin so ein Idiot heute. Wir wollen 1846 fahren. 1846 steht hier gar nicht drauf. Benny, du hast mich verarscht. Steht hier echt nicht drauf. Doch, da oben. Da oben. Ah, Entschuldigung, ich stand jetzt völlig auf der Leitung. Das ist dann Buchstabe F. Das heißt, ihr müsst den Splint, der da sonst drin sitzt, den habe ich natürlich schon rausgenommen, da rein und da rein nehmen. Der Nachteil ist, wenn man diese Splinte ganz weit zusammensetzt, dass ihr den Motor versetzen könnt. Ich mache das mal mit ein Stück Pappe. So, so sitzt der, passt da perfekt rein. Ne? So sitzt er normalerweise drin und der Motor kann sich halt so bewegen, umso weiter die Splinte zusammensitzen. Das ist natürlich kacke. Deswegen nehmt diese Splinte raus, schraubt die 4 Schrauben rein und dann stellt ihr das per Hand ein, so wie ich das gleich mache. So, ich baue jetzt den Motor wieder ein, drehe die 4 Schrauben von unten da rein und dann machen wir das mal einmal zusammen. Bis gleich. So, Motor ist fest. Wenn ihr ein XO oder ähnliches habt, macht das damit. Seid vorsichtig damit aber, weil das sind schon echt verdammt lange Schrauben. Da müsst ihr schon ein bisschen was tun. Der ist jetzt nicht ganz fest, der Motor. Mit Absicht nicht. Ich habe den aber schon mal so grob in Position gebracht. Ich könnte also auch, so passt das auf gar keinen Fall. Und zu dicht ist halt auch kacke, ne? Ich glaube, da ist sich jeder, da geht jeder mit mir konform. Und ich habe das mal so erklärt, dass es am besten ist, wenn das Ritzel ein bisschen klappert.
So, so passt das. Meiner Meinung nach. Man kann nachher immer noch mal nachjustieren. Ich ziehe das jetzt einfach mal fest, weil der Nachteil ist, dadurch, dass ihr den Motor jetzt ja richtig festzieht, ihr seht das nichts, aber da kann ich jetzt leider nichts für. Dadurch, dass ihr den Motor festzieht, verändert sich das Spiel ja auch ein bisschen. Deswegen gebt lieber ein bisschen zu viel als zu wenig jetzt ab, weil sonst funktioniert er garantiert gar nicht. So, drei Schrauben habe ich jetzt festgezogen und jetzt gucken wir mal. Perfekt. Also wenn sich ein Ritzelspiel so anhört, gerade Metall zu Metall, das darf ruhig einen Ticken mehr kriegen, dann darf sich das so anhören. Eine Schraube muss ich nochmal eben. So. GPM Hauptzahnrad verbaut. Bekommt man übrigens bei Metz Modellbau. Aber das wissen die X-Max-Fahrer eigentlich auch schon. GPM hat aber auch noch einige andere Shops. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe Adrian das da bestellt, weil ich auch noch ein paar T-Magic-Teile brauchte. Und dann macht das ja Sinn, ne? Spart man sich Versandkosten. Und ja. Habe ich demnächst noch ein kleines Special zu. Wartet ab. So, die Abdeckung wieder drauf. Das ist übrigens kein Guss-Hauptzahnrad von GPM, sondern das ist tatsächlich gefräst. Diese Gussdinger von Traxxas, naja, Guss, da gibt es mehrere verschiedene Qualitäten. Traxxas macht das ganz okay, aber meiner Meinung nach ist das jetzt nicht unbedingt tauglich für ein Hauptzahnrad, für einen 1 zu, ja, keine Ahnung, 5er, 6er, 7er. Dafür würde ich was anderes nehmen. Ja. Also 1846, problemlos möglich. Der Motorlüfter kommt nicht von ungefähr, aber er ist halt da. So, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver AC. Ciao, ciao. Da.